Hallo, Markus hier von markusfotos.de. Heute möchte ich mit euch über das Freistellen von Haaren in Photoshop sprechen. Und dafür habe ich dieses Foto von Allison rausgesucht, die hier diese wunderbaren lockigen Haare hat. Und wer das Ganze schon mal mit einem Fahrtwerkzeug oder so versucht hat, weiß, dass genau diese Lücken in den Locken das große Problem sind, das einen wahrscheinlich wahnsinnig werden lässt, bevor man ansatzweise mit Editieren und Bearbeiten fertig ist. Es gibt ganz, ganz viele Methoden, das Problem zu lösen. Und eins davon ist die Methode über die Kanäle, die ich persönlich sehr mag. Kanäle findet ihr hier drüben auf der Seite, oder falls ihr diese ganze Palette gerade nicht eingeblendet habt, könnt ihr mal versuchen, sie mit F7 aufzurufen. Ich gehe also auf die Kanäle und dann seht ihr, dass wir hier neben dem Gesamtkanal RGB eben auch noch einen für Rot, Grün und Blau haben. Und ja, wir können mit Steuerung und der entsprechenden Zahl hier diese einzelnen Kanäle durchscrollen und ausprobieren oder raussuchen, welcher davon ja den höchsten Kontrast zwischen dem Hintergrund, also hier in dem Fall dem Weiß, und dem Vordergrund, nämlich den braunen Haaren, bietet. Und ich mache das jetzt einfach mal. Ich drücke auf der Tastatur mal Steuerung 3. Und dann sehen wir, dass der Rotkanal schon einen relativ guten Kontrast bietet. Aber wir schauen mal, was Grün uns zu bieten hat mit Steuerung 4. Da seht ihr, das ist doch schon deutlich besser. Und wir gucken auch nochmal, was Steuerung 5, nämlich Blau, zu bieten hat. Und dann seht ihr, hier bei Blau haben wir den deutlichsten Kontrast. Das ist nicht bei jedem Foto so. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen blauen Hintergrund hätten, dann würde uns der blaue Kanal nichts nützen, denn dann wäre der Hintergrund schwarz und der Vordergrund wäre auch schwarz. Das würde also nichts nützen. Dann müssten wir gucken, ob wir mit Grün oder mit Rot besser zu Rande kommen. Wo ich gerade davon spreche, ausprobieren. Ihr könnt natürlich dieses Foto von Allison herunterladen. Ich habe euch dazu einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Ich möchte euch allerdings bitten, dieses Foto ausschließlich zum Zwecke des eigenen Ausprobierens zu verwenden. Ich möchte also hinterher keine bearbeiteten Versionen von euch mit dem Foto von Allison irgendwo finden. Wirklich nur zum eigenen Testen für euch. Ja, was machen wir jetzt? Wir müssen diesen Kontrast noch ein bisschen verstärken. Und das tun wir, indem wir uns erstmal eine Kopie von diesem Kanal hier anlegen. Kanäle kopieren kann man genauso wie Ebenen. Das heißt, wir nehmen einfach hier diesen Blaukanal und ziehen den runter auf das neue Ebenensymbol. Und dann haben wir eben eine Kopie von dem Blaukanal. Jetzt müssen wir den Kontrast noch verstärken. Dazu drücken wir auf der Tastatur normalerweise einfach Steuerung L. Aber bevor ich das mache, zoome ich noch mal ein bisschen daran, damit ich die Haare ein bisschen besser erkennen kann und sehen kann, was da passiert. Jetzt drücke ich Steuerung L und dann bekomme ich meine Tonwertkorrektur. Die könnt ihr natürlich auch ganz normal über das Menü aufrufen, aber mit Steuerung L geht es halt eben am schnellsten. Hier haben wir drei Regler, einmal für die dunklen Töne, die mittleren Töne und die hellen Töne. Und die können wir jetzt einfach verschieben. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Schwarzregler und ziehe den mal rüber. Ihr seht, je weiter ich den ziehe, desto höher wird der Kontrast, aber desto krisseliger wird das Ganze natürlich auch. Und dieses Krisselige möchte ich eigentlich gar nicht haben. Und deswegen versuche ich hier mal so einen Wert zu finden, wo ich einen guten Kontrast von den Haaren zum Hintergrund habe. Also zum Beispiel hier. Jetzt kann ich zusätzlich noch hingehen und kann hier über diesen Helligkeitsregler den hellen Hintergrund auch noch ein bisschen aufhellen und bei dieser Gelegenheit auch so ein paar ganz, ganz feine Haare loswerden. Das mache ich jetzt auch. Ich ziehe das hier mal so ein bisschen rüber, um den Kontrast da noch etwas zu verbessern. So, wenn ich das gemacht habe, drücke ich einfach auf OK. Dann habe ich hier eben diese zusätzliche kopierte Ebene, die uns den zusätzlichen guten Kontrast bietet. Was ich jetzt machen möchte, ist hieraus eine Auswahl erstellen und das geht zum Glück auch ganz, ganz einfach. Dazu gehe ich einfach her und drücke auf meiner Tastatur Steuerung Alt und klicke dann auf diese Ebene und dann wird mir eben eine solche Auswahl erstellt. Wenn ich das habe, ist das Gute. Ich brauche jetzt einfach nur noch die anderen Ebenen wieder einblenden. Jetzt sieht das ein bisschen rot aus. Das liegt daran, dass hier die Sichtbarkeit für unsere Kopie noch drin ist. Die nehme ich raus. Jetzt habe ich wieder die ganz normalen Farben mit der Auswahl drüber. Ich bin aber noch im falschen Bereich, nämlich ich bin bei den Kanälen. Ich wechsle also zurück zu Ebenen und da bleibt mir diese Auswahl zum Glück auch erhalten. Alles, was ich jetzt machen muss, ist noch eine Ebenenmaske erzeugen. Ja, das heißt, ich gehe einfach her und drücke hier unten auf das Ebenenmaskensymbol. Und dann wird mir automatisch hier so eine Ebenenmaske erzeugt. Allerdings auch, und das habt ihr selber schon gesehen, die ist falsch rum. Das heißt, die blendet mir das aus, was ich eigentlich erhalten möchte und lässt das eingeblendet, was ich nicht haben möchte, nämlich den Hintergrund. Das ist zum Glück auch sehr, sehr einfach zu lösen. Dafür klicken wir einfach einmal auf diese Ebenenmaske, damit hier dieser Rahmen drum ist und drücken dann auf unserer Tastatur Steuerung und I, um das Ganze zu invertieren. Dann sieht das so aus. Ich habe einen Hintergrund und ich habe die Allison im Vordergrund, aber man sieht eben auch, dass Teile des Gesichts noch transparent sind. Das beheben wir aber auch sofort.
Um das zu beheben, gehe ich jetzt erstmal wieder hin und zoome hier mal ganz raus, damit wir das mal anschauen können, wie das aussieht. Und dann klicke ich mit gedrückter Alt-Taste einmal auf diese Ebenenmaske und dann bekomme ich nur die Ebenenmaske angezeigt, um die bearbeiten zu können. Und was ich jetzt machen muss, ich muss einfach die Teile, die ich erhalten möchte, nämlich das Gesicht und hier das Oberteil und das Kleid und so weiter, die muss ich weiß ausmalen. Das mache ich einfach mit einem Pinselwerkzeug und den stelle ich hier noch auf eine weiße Farbe. Und dann kann ich einfach hingehen und kann hier sehr großzügig einfach drüber malen. Also hier beim Gesicht einfach drüber malen, so. Hier beim Dekolleté am Rand, hier muss ich natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Da bin ich jetzt mal was vorsichtiger, da male ich mal noch nicht direkt hin. Da gehen wir gleich nochmal rangezoomt ein bisschen hin. Aber hier die Hände, das kann ich schon mal alles ausmalen. Hier das Oberteil kann ich ausmalen. Hier in der Ecke haben wir so ein kleines Dreieck. Das wollen wir wahrscheinlich behalten. Das mache ich auch mal so. Da muss ich gleich auch noch mal ein bisschen genauer gucken. So, hier die Hände. Und jetzt zoome ich erstmal hier an die Schulter ran. Ziehe mir das rüber. Mache das Pinselwerkzeug ein bisschen kleiner, damit ich da genauer arbeiten kann. Und dann werde ich jetzt einfach für dieses Tutorial jetzt hier einfach mal hingehen. Das mal sehr großzügig einfach drüber malen. Da gibt es sicherlich auch bessere Methoden, aber für dieses Tutorial mache ich das jetzt hier einfach mal mit dem Pinsel. Das reicht uns, denn es geht uns eigentlich ja um das Problem mit den Haaren. So. So, jetzt habe ich hier meine Ebenenmaske verfeinert und wenn ich damit fertig bin, dann kann ich hier auch wieder auf die Gesamtansicht klicken und dann sehen wir das Gesicht komplett, wir sehen den Hintergrund komplett. Alles ist so, wie es sein soll. Und jetzt geht es eben darum, mal zu schauen, wie das Ganze vor einer anderen Farbe aussieht. Und um das zu tun, gehen wir einfach hin, machen uns eine neue Ebene. Einmal hier unten auf dieses neue Ebene-Symbol klicken. Und das ist natürlich jetzt drüber, also über der Ebene mit Allison. Das wollen wir nicht. Wir ziehen das Ganze einmal nach unten, damit es eben auch ein Hintergrund wird. Ja, was ich jetzt machen muss, ist, ich muss mir noch eine schöne Farbe aussuchen für den Hintergrund. Und ich habe festgestellt, dass so ein mittleres Blau hier tatsächlich ganz, ganz gut ist, um einfach zu sehen, ob das gut funktioniert und das mache ich jetzt und dann nehme ich hier mein Füllwerkzeug, klicke da einmal rein und dann habe ich die Allison vor einem blauen Hintergrund. Aber die Aufmerksamen von euch werden sehen, ja, aber hier rund um die feinen Haare sieht das doch noch irgendwie doof aus. Und dieses ja Fringing, das ist etwas, was wir noch ja, beheben müssen. Um das zu beheben, zoome ich jetzt zunächst mal wieder etwas näher an die Haare ran, damit ich hier besser sehe, was ich tue. Und ich brauche eine neue Ebene. Das heißt, ich klicke hier unten wieder auf mein neues Ebenentool. Diese Ebene möchte ich diesmal aber über dem Foto von Allison haben. Deswegen schiebe ich das Ganze nach oben. Und mit dieser Ebene gehe ich jetzt noch hin und mache daraus eine Clipping-Maske bzw. eine Schnittmaske. Das ist das hier, also mit rechts draufklicken und auf Schnittmaske klicken. Dann seht ihr, dass hier dieser kleine Pfeil das anzeigt, dass diese Ebene sich irgendwie hier drauf bezieht. Und was soll das jetzt mit dieser Schnittmaske? Das zeige ich euch ganz kurz. Ich wechsle hier mal eben auf die schwarze Farbe und nehme den Pinsel. Und wenn ich jetzt hier einfach mal von hier oben in der Ecke bis runter zum Mund einfach mal so einen Strich ziehe, dann seht ihr, was passiert. Das hat nämlich gar nicht über dem Hintergrund gemalt, sondern wirklich nur innerhalb des Bereichs, der durch diese Ebenenmaske, die wir hier haben, definiert wird. Das heißt, dieses ja, Schnittmaske erstellen sorgt dafür, dass wir nicht über den Rand malen können. Wir machen das Schwarz nochmal wieder weg. Und was wir jetzt noch tun, wir stellen diesen ja, Modus dieser Ebene von normal hier oben auf abdunkeln. Denn wir wollen das Helle loswerden. Deswegen drücke ich auf abdunkeln. Und jetzt nutzen wir einfach das ja, Kopiertool, das Klontool, das ist hier dieser Stempel. Und mit diesem Klontool können wir jetzt einfach ja, Textur und Farbe von den Haaren, die wir ja hier genügend haben, auf diese hellen Stellen übertragen. Das heißt, ich gehe jetzt hierher, suche mir hier eine Stelle mit vielen Haaren, drücke die Alt-Taste, damit ich hier im Bereich auswählen kann, klicke da einmal hin und jetzt weiß Photoshop, ich möchte diesen Teil hier kopieren. Ich male mal eben einmal auf dem Gesicht, damit ihr sehen könnt, was passiert. Der kopiert mir hier einfach die Haare. Das heißt, ich kann Haare hier einfach an eine andere Stelle verpflanzen. Das mache ich mit STRG-Z nochmal rückgängig. Und was ich jetzt tun kann, ich kann mir hier in der Nähe von der Stelle, wo ich malen will, einfach ein bisschen Haare aufnehmen. Und dann kann ich hier eben ganz vorsichtig über diese Bereiche drüber malen. Und da muss ich halt einfach immer nur gucken, dass dieses kleine Kreuz, was mich da mitverfolgt, dass das nicht eben irgendwie in den blauen Bereich reingerät, sondern dann nehme ich einfach nochmal neu auf, indem ich wieder Alt drücke und irgendwo klicke. Jetzt gehe ich hin und da überall, wo es so ja, zu hell ist,
da male ich jetzt einfach einmal eben hier so über die Haare drüber. Da muss ich noch nicht mal besonders vorsichtig sein oder so, da kann ich hier wirklich einfach nur mal sehr, sehr großzügig, Vorsicht, dass ich nicht ins Gesicht gerate, sondern dass ich wirklich Haare hier drüber male und nichts anderes. Ich gehe jetzt hier einfach hin und male da einfach Haare drüber. So, wenn ich das gemacht habe, einmal für das komplette Bild. Ja, wenn ich dann das einmal für den ganzen Kopf rundherum gemacht habe, dann sieht das Ganze so aus. Wir können ja hier mal ein Vorher-Nachher einblenden. Dann seht ihr, okay, jetzt habe ich das. Aber vielleicht erscheint euch das jetzt ein klein bisschen zu dunkel. Das geht mir jetzt zumindest so. Aber das Schöne ist, ich kann jetzt hier einfach mit der ebenen Deckkraft hingehen und kann die so ein bisschen reduzieren, bis ich sagen würde, ja, jetzt habe ich da so ein ganz schönes Mittelding drin, was mir gefällt. Und dann sehe ich halt eben, okay, so sieht es mit den Haaren jetzt eigentlich wirklich ganz schön aus. Jetzt muss ich nur noch einen wirklich schönen Hintergrund finden. Das ist auch ganz einfach. Ich gehe jetzt einfach wieder hier hinten hin. Jetzt könnt ihr natürlich auch ein Foto in den Hintergrund legen oder so. Das ist kein Problem. Oder ich gehe einfach hin, wähle mir hier die Hintergrundebene nochmal aus, drücke nochmal Steuerung U. Dann bekomme ich hier dieses Panel für Farbtonsättigung. Und jetzt kann ich halt eben einfach hingehen und kann hier einfach mal so die verschiedenen Farben durchgehen und kann gucken, ob ich hier vielleicht irgendwas finde, was mir gefällt. Boah, wie ist denn hier mal mit so einem Aprikoton? Dann nehmen wir hier die Sättigung noch mal so ein bisschen runter. Dann haben wir hier irgendwie so was Braunes. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Das kann ruhig auch noch ein bisschen heller sein. So, das passt irgendwie, finde ich, ganz schön für die Haare. Aber da könnt ihr wirklich irgendwas finden, was euch persönlich da auch am besten gefällt. Mir gefällt das ganz gut und dabei belasse ich das jetzt auch mal. Hier unten in der Endcard blende ich euch noch zwei Videos ein, nämlich einmal links eine Playlist mit noch mehr Tipps zum Thema Photoshop, zum Beispiel wie ihr schneller Photoshoppen könnt und so weiter, Augenfarbe ändern und sowas ist da alles drin. Und auf der rechten Seite habe ich für euch noch 10 Geschenkideen für Fotografen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir einen Daumen hoch oder schreibt mir was in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss.